So Leute, da sind wir wieder bei Paper Mario. Ja, im letzten Im letzten Part, da hatten wir hier einen Mordfall zu lösen, ne? Und ich merke gerade, das ist ein kleines bisschen laut hier. Ich mach mal ganz kurz leiser. Schon besser. Ich habe nämlich heute mal meine Surround-Anlage ein bisschen repariert und jetzt läuft die wunderbar, aber jetzt ist die auch ein bisschen lauter. Passiert. Na gut, also wie gesagt, im letzten Part haben wir ja einen Mordfall aufgeklärt und wir haben Junior Trooper nochmal besiegt und wir werden jetzt die Stadt verlassen, nachdem wir uns geheilt haben. Richtig? Richtig. Und machen einfach mal in der Story ein bisschen weiter. Junior Trooper werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen sehen. Oder? Mal sehen. Nö. Doch, da ist er. Eingefroren. Eigentlich ist er nicht witzig. Ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. So, jetzt bin ich mal ganz kurz hier ein bisschen an den Bock. Da ist doch gerade irgendwas hochgeflogen. Okay, komm da mal drauf. Den habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Der ist auch nix. Gucken wir einfach mal so, was in den Bäumen ein bisschen drin ist. Kann ja nicht schaden, ne? Wenn mal so ein Brief drin ist, also wie wir gerade gesehen haben, das ist ja auch mal was Neues. Da hinten kommen wir übrigens noch nicht weiter. So, hier ist auch nichts. Nö. Hier fehlt nämlich einmal eine Mütze. Ein Schneemann. Ein Schneemann. Ein Schneemann. Ein Schneemann. Ein Schneemann. Und ein Schneemann. Wer hätte es gedacht? Also ich bin davon ausgegangen, dass das, keine Ahnung, Pyramiden sind. Naja. Gut, gucken wir einfach mal. Hier ist doch... Oh Gott, 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 oh Gott. Ha, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Die ist aber gut, die ist auch gut. Oh mein Gott. Da ist was eingefroren. Nee, da ist was versteckt. Schon wieder ein Brief. Nein, nerv mich nicht. Danke. Verschwinde, komm nicht weiter. Kehr um oder ich fresse dich. Fresse dich. Was denkst du, bin ich furchterregend? Jetzt hast du Angst. Fight. What? Das sollst du bereuen. Das sollst du bereuen. Okay, Gumbarius, kenn den mal ganz kurz. Monster. Okay. Dieses Monster, nicht mal ich weiß, was das sein könnte. Ich weiß nicht wieso, aber es sieht so richtig furchterregend aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mal in einem Albtraum, dass ich es mal in einem Albtraum gesehen habe. Maximale KP 20, Verteidigung 0. Ich kann seine Angriffskraft nicht einschätzen, aber so wie es aussieht, muss es sehr stark sein. Naja, bei 20 KP. Ich weiß auch nicht. Springen wir einfach mal drauf, dann werden wir es mal sehen. Jo. Na gut, 3 und 3 macht 6. Was tust du? Hä? Ja. Okay. Hast du jetzt Angst? Nö. Also bei einem... Naja. Sag ich mal nix so, ne? Das ist Peanuts für Mario. Das ist ja echt. Also, ich hatte mit mehr gerechnet. Aber dass sowas kommt? Nein. Okay, ich hatte im Allgemeinen nicht damit gerechnet, dass hier so ein Viech kommt, aber was soll's, passiert halt, ne? Jetzt machen wir wieder deine Attacke, die elend lang dauert und nur ein KP abzieht. Also beim ersten Mal, da hätte ich jetzt gesagt, das zieht übelst viel, so 20 KP oder so, aber eins? Das ist echt peinlich. Hohoho, deine klägliche Attacke tut mir gar nicht weh. Gib auf oder leide. Oder leide. Das kann man gar nicht so bescheuert aussprechen, wie das da geschrieben ist. So und so, das dürfte es gewesen sein. Tja, ein bisschen doof, ne? Da kriegt man so viele Sternpunkte für was? Okay. Nee, lauft schnell weg. Sterne. Aha. Hier war das also. Ob Twink dabei war? Keine Ahnung. I don't Knopf. So, wo sind wir denn jetzt? Hä? Ah, du bist doch Mario. Danke, dass du gekommen bist. Wie geht es dir? Man nennt mich Merle. Ja, ich kümmere mich um die Sternkinder, die hier im Sterntal geboren werden. Ich muss dir sehr viel erzählen. Oh, oh. Aber nicht hier. Komm, lass uns in mein Haus gehen. In dieser Kälte kann ich mich nicht konzentrieren. Hä? Hier entlang, bitte folgt mir. Oh mein Gott.
Gott! Ich muss mich für das rüpelhafte Auftreten der Sternkinder entschuldigen. Niemand von uns hat erwartet, dass du so schnell hier sein würdest. Sie erschrecken Fremde, um Bowsers Leute von diesem Tal fernzuhalten. Bitte, du musst ihnen verzeihen. Ja, ich denke mal, Bowser hätte auch Angst gehabt. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Ey, guck mal, da versteckt sich eins. Du hast mich gefunden. Hast du mich funkeln gesehen? Ja. Glaubst du, ich kann auch bald in den Himmel aufsteigen? Also bei Menschen ist das mehr so eine Sache, die wollen damit warten, solange es geht. Komm doch herein. Na gut. Jetzt kommt elendlanger Text, ich wette es mit. Also Mario, pass gut auf, was ich dir zu sagen habe. Dieses eisige Gebiet ist das Sternental. Es trägt diesen Namen, weil hier die Sterne geboren und aufgezogen werden, bevor sie in den Himmel steigen. Aber jetzt, da Bowser den Sternstab aus dem Sternhafen gestohlen hat, schwindet die Kraft dieses Ortes und die Sternkinder können nicht mehr in den Himmel aufsteigen. Ich habe einen Ninji zu Merlon, meinen Vater, versandt. Ich hoffe, er könnte dich dazu bewegen, hierher zu kommen. Denn ich habe herausgefunden, wo der letzte Stern versteckt wird. Ich sah es in einem Traum, eine Vision über den letzten der Sterne, der mich um Hilfe bat. Wenn die Vision wahr ist, dann wird dieser letzte Stern am Gipfel des Biberbergs hoch im Norden festgehalten. Oh oh. Dort ist der Kristallpalast, dort wartet der Stern. Der Kristallpalast wurde erbaut, um den Stern zu huldigen. Doch mit der Zeit verschwand er aus der Erinnerung der Leute. Und heute kann sich niemand mehr erinnern, wie man den Palast erreichen kann. Oh oh. Aber es gibt einen Weg. Dazu benötigst du Gegenstände, die man hier im Land des Schnees seit Generationen hütet. Hier, nimm dies. Ein Schal. Ah ja. Dieser fabelhafte Schal wird schon seit Generationen im Sternteil weiter vererbt. Ich wünschte, ich wüsste, wie man ihn richtig einsetzt, aber leider verfüge ich nicht über dieses Wissen. Oh Mann. Glaubt man den Legenden, musst du ihn zusammen mit einem anderen Gegenstand einsetzen, den es in Biber City zu finden gibt. Oh. Beide werden dir den Weg zum Kristallpalast öffnen. Leider ist das alles, was ich weiß. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie momentan sind, dann werden die Sternkinder niemals zum Sternhaufen aufsteigen können. Ein solches Schicksal wäre wirklich grausam. Bitte, hilf ihnen und vertreibe Bowser vom Himmel. Okay. Ach, dann schmeißen wir ihn auch runter, so wie er uns runtergeschmissen hat. Hä? Was gibt's noch? Ach ja, Mario, fast hätte ich's vergessen. Entlang des Weges zum Kristallpalast soll es einen kleinen Schrein geben. Eine alte Legende berichtet über das Geheimnis dieses Schreins. Nicht jede Wahrheit kann vom Auge gesehen werden, manchmal lügen sogar die Wände. Verwirrend, ich weiß, aber du musst den Schrein finden und sein Geheimnis lösen, um den Kristallpalast zu erreichen. Oh oh, vergiss das bitte nicht. Ah, das könnte böse werden. So, was gibt's denn hier alles eigentlich? Was ist denn das? Ah ja. Und tschüss. Ja, gut, dann würde ich sagen, müssen wir nochmal nach Biber City. Dankeschön. Naja, gut, da ist ein Toadhaus, wie es aussah, ja. Und jetzt einfach hier wieder, so wie vorhin. Sekunde mal, hier ist doch was. Wah! nix da. Oh, oh. Wir schaffen das schon. Irgendwo kommt das fette Viech denn her? Vor allem, was ist das für ein fettes Viech? Oh nein! Hättest du wohl gern. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier dürften wir jetzt keine... Moment. Tarngel. Aha. Kurze Zeit transparent und unverwundbar. Ah, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das könnte man statt dem Pilz nehmen. Der Pilz regeneriert ja eh nur 5 KP und da die Gegner jetzt ziemlich stark sind, bringen 5 KP auch nicht wirklich was. So, achso, ja, stimmt, wir müssen ja runter. So, wieder nach Biber City. Ich weiß jetzt nicht, hier kommen jetzt, glaube ich, ab sofort auch Gegner, ne? Warte mal, kann man hier einen Baum schlagen? Nö. Okay, unsichtbare Mauer, das kennen wir ja. So, nach Biber City. Wer zur Hölle hat denn bitte schön den Eimer? Den Hut. Das ist ja kein Eimer. Meine Aufgabe ist es, dieses Tor zu bewachen, um zu sehen, ob Fremde die Stadt betreten oder verlassen. Es klingt vielleicht einfach, aber es ist unglaublich anspruchsvoll. Alles in allem ist es ein guter Job. Obwohl es mitunter etwas frostig wird. Ja. Ihr seid... Du bist ein Pinguin. Was für ein Glück, dass dem Bürgermeister nichts passiert ist. Ja. Gut. Ich spreche einfach mal jeden an. Mal gucken, vielleicht ist ja irgendwo dieser Helm da. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass die Lagerhalle ordentlich bleibt. Schrott. Ja.
Schrott. Irgendwas mit Schrott war da. Hier wird wahrscheinlich auch keiner zu finden sein. Oh Gott, wo war denn der? Der muss ja... Ja, natürlich Bürgermeister, ne? Oder? Wäre logisch. Wäre logisch, weil das Oberhaupt von diesem Sternteil da, der hat ja... Oder wir klauen dem da den Eimer. Geht das? Nee, geht leider nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? So, mal gucken. Oh, Bilber City ist so groß. Zu viele Wege. So. Den Schneemann hätte man auch eins auf den Datz geben können. So, ich hätte natürlich auch mal drauf achten müssen, ne? Oh Mario, warst du schon im Sternteil? Hast du Merle getroffen? Ausgezeichnet. Was hat er gesagt? Ein Gegenstand in dieser dieser Stadt übergeben wurde? Ach ja, da war doch mal was. Ein Moment, hier muss er gleich irgendwo sein. Ah, okay. Ja, ich hab's. Hier ist es. Danke, Eimer. Dieser wunderbare Eimer wurde in unserer Stadt von einer Generation in die nächste weitergegeben. Ah ja. Merle muss dir gesagt haben, dass dieser Eimer eng mit der Legende verknüpft ist. Einer. Wenn du ihn zusammen mit dem fabelhaften Schal richtig einsetzt, wird sich der Weg zum Kristallpalast öffnen. Wer weiß schon, was das alles zu bedeuten hat. Haha, ich habe jedenfalls nicht die leiseste Ahnung. Die sind echt alle doof. Hört sich an, als wären die Sternkinder im Sternteil in Schwierigkeiten. Ich hoffe, du gibst dein Bestes für die kleinen Racker. Die sind immerhin noch Kinder. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, wir haben Eimer, wir haben Schal. Damit können wir jetzt einen Schneemann bauen. Wunderbar. Na, und Schnee gibt es ja hier auch zum Glück genug. Stirb. Gut, das heißt, wir rennen jetzt wieder zu den Schneemännern. Aber vorher speichere ich nochmal. Ist, denke ich mal, ganz angebracht. So. Hier war doch irgendwo der... Da. Wunderbar. Speichern. Dankeschön. So, und weiter geht's. Ach ja. Okay, jetzt noch durch das Tor und dann zu den Schneemännern und dann geht's weiter. Und dann kommt auch bald endlich der Kristallpalast. Ist allerdings, glaube ich, noch ein ziemlich weiter Weg bis dahin, weil der ziemlich weit entfernt von hier ist. Also ist nicht so einfach zu erreichen wie die anderen Dungeons bis jetzt. Gut, wobei ich sagen muss, der in der Wüste, also bei Tutankhupa, der war ja auch ziemlich böse versteckt. Da konnte man sich übelst schnell verlaufen. So, der braucht einen Schal und der braucht einen Hut. Okay. Also geben wir ihm hier den Eimer. Oh, scheiße. Das geht ja gar nicht. Ein Schneemann. Ein Schneemann. So, und ihm den Eimer. Ein cooler Eimer. Vielen Dank. Ein warmer Schal. Vielen Dank. Du bist ein sehr netter Mann. Wir sind dir Dank schuldig. Als Belohnung für deine Großzügigkeit verraten wir dir unser Geheimnis. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Erdbeben, oh mein Gott. Was? Lebende Schneemänner. WTF? Ah, der Berg ist gewachsen. Wunderbar, damit ist der Durchgang offen. Jetzt kommt, glaube ich, der Bibberfahrt oder so. Bitte tritt ein, mit herzlichen Dank und Glückwünschen von den Schneemännern. Yay, die Schneemänner sind uns dankbar. Na gut. Ach, hier hätte man auch speichern können. Okay, machen wir einfach mal. Ich bin auch gerade mal... Ich guck mal ganz kurz. Haben wir nicht irgendwie einen Orden, dass wir Feuerattacken machen? Mhm. Paradox. Powerhauer. Nee. Erdbeben, Superbeben, Hammerwurf, Meditation, KP+. Wert plus, Ausweicher, tu mir nichts. Feuerschild. Nee, das bringt nichts. Rabatt. Bringen alle nichts. Das ist doof. Wäre ja schon praktisch, so wie war für... Warte mal, ganz kurz. Was? Vielleicht ist da irgendwie ein Weg, den ich finden muss? Nee. What? Ah, okay. Ja gut, und nochmal. Na komm. So. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Yay. Was passiert denn? Nee, ich aktiviere nicht nochmal. So, und Treppe geht wieder. Alter! Leck mich nicht. Leck mich doch am Arsch. Nee, lass mal, das war nicht ernst gemeint. Igitt. Aber ganz kurz noch für den Fall der Fälle, dass wir doch von einem Gegner getroffen werden, dann will ich nämlich auch wissen, was das für Gegner sind. Sollen dann ja schön... Piss dich. Lalalala. Oh. Okay. Was? Wie hat ihr das... The Magic.
Fuck off. Eine Feuerblume habe ich nicht, nee. Scheiße. Gomarius, kennst du die mal? Scanner, nicht Multikopfnuss. Frostpiranha. Oh, so viel Frost. Das ist eine Frostpiranha. Die sind nichts anderes als gefrorene Piranha-Pflanzen. Oh, maximale KP 10, Angriffskraft 4. Oha. Sie werden versuchen, dich mit ihrem eisigen Atem einzufrieren. Wenn du starr vor Kälte bist, bist du der Gnade ausgeliefert. Versuche, sie bewegungsunfähig zu machen. Eisattacken werden übrigens keine Wirkung zeigen. Feuerattacken allerdings... Burn, baby, burn. Gut, in dem Fall wäre es eigentlich nicht schlecht. Feuer. Cooper konnte Feuer. Feuerdings. Oh nein! Au! Wow. Gut abgewehrt. Schlecht abgewehrt, gebe ich zu. Aber zumindest wurde ich nicht eingefroren. Ha! Bitch. So, Feuerrempler. Mach mal. Feuerpanzer. Aha. Okay, schneller. Das war schwach. Gebe ich zu. Tut mir leid. Okay, vielleicht hoppala. Nein. Powerpuff so oft das. Scheiße. Na gut, dann machen wir halt mal den Sternsturm. Der zieht ja immer 7 KP. Äußerst praktisch. Ja. Wie gesagt, das wird noch ein ziemlich langer Weg bis zum Kristallpalast, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist schon längere Zeit her, dass ich das Spiel das letzte Mal durchgespielt habe. Bam, bam, bam. Bitch. So, alle tot. Wunderbar. Gibt 12 Sternpunkte. Ist ja auch bald schon wieder soweit. Also die Hälfte haben wir schon. Das war wieder ein Level up schaffen, ne? Yay, Mützen! Yay! So, weiter geht's. Oh, da ist ein Block. War nichts drinne. Wie fies. Gut, weiter geht's. Geht's runter, geht's hoch. Tschüss. Wäre nach oben gegangen. Unten ist ein Stein. Werf ihn nach einem Gegner. Nett. Nett? Wirklich nett? Ey, lass mal den Kiesel mal hier. Wirf ihn nach einem Gegner. Wie fies ist das denn? Ist ja richtig böse. So, Achtung! Ja, Fail. Vorführeffekt und so, ne? Und nu... Aha. Was? Hä? Nein! Was ist mit meinen Augen los? Du siehst genau wie ich aus. Schwindler, wer bist du wirklich? Sag mir deinen Namen. Ich bin Cooper. Ja, so ist es. Die Frage lautet, wer bist du? Was? Das ist unmöglich. Ich bin der einzig wahre und echte Cooper. Du faselst Amok. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin der echte Cooper, ehrlich. Komm schon, Mario, du kennst mich. Der Kerl hier lügt. Ich lüge nicht. Mario, du weißt, dass ich Cooper bin, oder? Erkennst du deinen Kumpel nicht? Halt die Schnauze, Jungchen. Ich bin sein Kumpel. Ja, so ist es. Ah, du solltest hier die Schnauze halten. Ich bin sein Kumpel. Hör zu, Trottel, Mario. Du musst herausfinden, wer von uns beiden lügt. Finde den Lügner und verpasse ihn eins mit dem Hammer. Gut, ja, das finde ich gut. Wenn du glaubst, damit durchzukommen, dann hast du dich geschnitten. Ich weiß, dass Mario weiß, wer ich bin. Ich glaube an dich, Mario. Naja, der hier würde sowas nicht sagen. Autsch! Wie hast du mich durchschaut? Ah, das muss ein Glückstreffer gewesen sein. Niemand verfügt über so gute Instinkte. Hör auf zu heulen, du hast verloren. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Was? Halt die Klappe. Jetzt bin ich dran. Oh mein Gott. Kampf über Kampf hier. Wieso sind da auf einmal zwei? Das ist fies. So, nee, warte mal. Als erstes Mitglied wechseln Gumbari, damit wir wissen, was das für Viecher sind. Ah. Glück gehabt, yay. Okay. Scanner. Was? Ein Dupli. Das ist ein Dupligeist. Sie verkleiden sich gerne als seine Freunde. Maximale KP 15, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Du wirst sie selten ohne Verkleidung sehen. Es scheint, als wären sie ohne Verkleidung generell stärkere Gegner. Oh. Oh oh. Was kommt jetzt? Ein Gumbario. Wie süß. Zwei Gumbarios. Okay, dann verkloppeln. Verkloppen wir mal Gumbario. So, Sternsturm. Ja, das wird ordentlich hauen, ne? Na gut, oh Mann. Irgendwie muss ich ja gerade zugeben, ist das nicht gerade spannend. So. 7 KP sind weg.
Und Gimbario macht eine Kopfnuss? Multikopfnuss, bis das Action Commando verpatzt. Ne? Verpatzt wird. Na komm. So, wunderbar. Der erste ist schon mal hin. Ha! Und. Ey. Aua, das ist ein Nachmacher. Ja, wie kommt er darauf? So. Jetzt sollte es aber das gleich gewesen sein, also wenn Gumbario ansetzt. Und zwar genau jetzt. Achtung! Bam und bam. Und tschüss. Naja, 6 Sternpunkte ist nicht wirklich viel. Aber damit haben wir schon mal 60. Das ist schon mal ordentlich was. So ein Weichei. Verzieht er sich einfach. Gibt's ja nicht. So, okay, es geht weiter. Ich bin nochmal weg. Oh! 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 Aufstufen! So, wen stufen wir auf? Parakari oder Sushi oder Lucky Lester? Er lernt Hurricane. Das kann. Es brechen windige Zeiten an. Wasserschaden erster Güte. Entschuldigung. Oder Valkyrie. Thor und Odin würde dies gefallen. Ja, machen wir das mal. So. Einmal aufstufen, bitte. Ach ja. Also bis zum nächsten Speicherpunkt würde ich schon gerne noch machen, ne? Aber wir haben schon 21 Minuten aufgenommen. Ei, 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 oh, oh. Piss dich. Lalalala, lalalala. Haha. Kampf wunderbar aus dem Weg gegangen. Ey, das ist ein. Oh, oh. Ich sehe schon kommen. Okay. Also, das war jetzt Sternwind, Schneepuppe und Donnerzorn oder so. Heißt das Donnerzorn? Ich glaube. Das heißt. Oh, yeah. Ja. Hier ist ein Platz, um etwas hineinzustellen. What? Hier ist doch irgendwo. Aha. Wusste ich's doch. Bombett. Gut. Mach mal kaputt. Lalalala. Bam. Und tschüssi. So, was ist hier drin jetzt? Die Wand, die hat gelogen. Habt ihr das gesehen? Wie fies. Was passiert jetzt? Endlich. Mario, ich bin froh, dass du diesen Ort gefunden hast. Ich habe schon auf dich gewartet. Oh, findest du es eigenartig, dass ich von dir weiß? Mein Name ist Madame Merla. Ich bin ein Botschafter der Sterne. Merlon und Merle kennst du ja. Nun, ich bin ihr Vorfahre. Diese Sterne haben mir in meinen Träumen von dir erzählt. Sie sagten, du würdest zum Schrein am Biberberg eilen. Von hier aus bewache ich den Weg zum Kristallpalast. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also hört gut zu. Du weißt es vielleicht nicht, aber Bowsers Horden sind in den Kristallpalast eingedrungen. Dem Ort, wo den Stern gehuldigt wird. Was ich dir jetzt zu sagen habe, ist sehr wichtig. Höre jedes Wort, das ich dir sage. Also wetten Mario pennt ein, ich wette dafür. Ich kann dir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich werde mich kurz fassen, also gib auf die wichtigsten Punkte Acht. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Damals war ich noch eine junge Frau. Eines Tages geschah in den Bergen etwas Schreckliches. Ich rannte sofort hin und aber es war eigentlich. Oh, dieser Anblick. Ich war und es war so. Es war kein anderer, also dann ich und ich. Schniesen, Schnasen, Osterhasen. Schniesen, Schnasen, Osterhasen. Oha! Punkt, 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 Punkt. Und daher musst du Bowsers Leute aus dem Kristallpalast vertreiben. Aber. Hey! Du hast du meiner Erzählung überhaupt zugehört? Hm? Naja, also gut. Wie ich schon sagte, brauchst du den Sternstein, um in den Palast zu gelangen. Hiermit überreiche ich ihn dir. Yay. Oh mein Gott. Mit Hilfe dieses Steins kannst du den Weg zum Kristallpalast öffnen und nun beeile dich. Bist du sicher, dass du die Kurzfassung meiner Geschichte verstanden hast? Die ganze epische Tragweite dieser fabulösen Story kannst du erst erfassen, wenn du dir die Vollversion anhörst. Vielleicht werde ich sie dir eines Tages erzählen. Bis dahin viel Glück. Oh oh. Und sie ist wieder weg. Na, ein Glück. So, her damit. Sternenstein. Okay, damit können wir jetzt weiter. The wall is a lie. Hm. So, gut, dann machen wir das mal schnell, ne? Ich denke mal, dann werden wir auch gleich beim Palast sein und dann ist alles wunderbar. So, la-da-da-da-da, schnell hier. Sternstein, tu mal rin. Oh nein, nicht verschwinden! Und jetzt? Der Schrein wird blockiert.
Oh mein Gott. Eine Brücke aus Eis. Eine ziemlich lange Brücke aus Eis. Oh, der Part wird lang. Der Part wird lang. Okay. Wir haben es begriffen. Da ist jetzt eine Treppe. Ja gut, hüpfen wir mal ein bisschen durch die Gegend, weil wir fröhlich sind. La ta 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 ta, was ist? Ja, tschüssi. Ah, da ist ein Speicherpunkt. Wie wunderschön. Der lächelt mich an, den Part zu beenden. Nochmal speichern, vorsichtshalber. Und ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, ist ja nicht gerade viel passiert, aber dann hinterlasst mir noch einen Kommentar und ich sage tschüss und bis dann, irgendwann euer Renchi LP. Bye.